Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Wir gehen nach Fürth in Franken zu Norbert Bayer. Herr Bayer, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich finde es erstmal gut, dass Sie auch die Zuschauer zu Wort kommen lassen und man sollte vielleicht diese Zeit mal ausweiten. Ich habe jetzt eine Frage an den Herrn Reitz. Können Sie sich vorstellen, dass man die Firma CureVac in Tübingen, die ja diesen Impfstoff entwickeln soll, dass man die staatlich übernimmt oder durch ein Crowdfunding finanzieren könnte? Das heißt, wo jeder, sagen wir mal Ärzte, Privatpersonen auch mit Geld einzahlt. Und dann würde ich Sie fragen, was Sie davon halten, dass jetzt 5 Asylbewerber, neu eingeflogene Asylbewerber in Heidelberg mit dem Coronavirus infiziert sind, ob man das nicht, wie man das steuern will. Mhm. Okay, zwei Fragen, Herr Bayer. Ja. Ich kann jeden nur ermutigen, mal im Internet auf Hallo Meinung zu gehen. Da kann er sich einige Meinungen zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen, dass zum Beispiel Menschen diffamiert werden. Und zwar die Alten und Schwachen, die wird es jetzt praktisch zurechttreffen. Ja? Da gibt es ein Twitter-Account, Bohemian Browser Ballett, auch finanziert von den Öffentlich-Rechtlichen. Und da heißt es, dass es zu Recht die Alten erwischt, die 50 Jahre das Land an die Wand gefahren haben. Ja. Und die Leute, die sowas veröffentlichen, die hätten niemals Deutschland aufbauen können. Ja, Herr Bayer, danke, dass Sie darauf hinweisen. Da haben wir es mit einem Satire-Post zu tun, in der Tat vom Bohemian Browser Ballet. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat das für das Netzwerk Funk produziert. Und das ist einer der Fälle, wo sich schlicht die Frage stellt, kommt Satire auch als Satire an? Aber das würde ich sagen, nehmen wir als Extra-Thema, weil Sie zwei andere angesprochen haben. Herr Düppler, können Sie was zur Frage sagen? Ich kenne den konkreten Fall nicht mit den infizierten Asylbewerbern, aber ich lese hier, dass die Frage, soll man jetzt Flüchtlinge ins Land lassen, ist da die Infektionsgefahr nicht höher, eine ist, die auch häufig kommt. Haben ich kenne den konkreten Fall auch nicht. Im Internet sind ja viele Nachrichten unterwegs, die sich später als falsche Nachrichten entpuppen. Aber mal angenommen, es wäre so, das Menschenrecht auf Asyl endet nicht, weil jemand krank ist, sondern natürlich muss dann so jemand getestet werden und in Quarantäne, fertig aus. Okay.